wenn man die Platzverhältnisse sieht, können, glaube ich, beide Mannschaften wirklich zufrieden sein. Auf diesem Platz kann man einfach nicht Fußball spielen. Es ist eine Katastrophe, hier zu spielen. Zum Glück haben wir es nur einmal in der Saison, aber wie soll man hier Fußball spielen? Tut mir auch leid für Hellas, aber ja, absolute Katastrophe hier zu spielen, aber gut gefightet. Ja, kann man eigentlich nur fighten, also ja, so ist es halt. Erstes Spiel der Rückrunde, also gegen einen sehr starken Gegner. Die ersten 20 Minuten hatten wir Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Mahlzow war wirklich körperlich überlegen. Wir haben nach den 20 Minuten sind wir besser ins Spiel gekommen und haben, wenn ich mir die Chancenauswertung angucke, hätten wir vielleicht 400-prozentige, dreimal Aluminium. Einmal Kemal Akar am Torwart vorbeigespielt, dabei könnte auch reingehen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es hochverdient wäre, aber wenn man sich die Chancen anguckt, hätten wir zur Halbzeit in Führung gehen müssen. Gut, Halbzeit, in die zweite Halbzeit sind wir reingekommen. Ich muss meinen Spielern ein Kompliment machen, dass sie einfach durch die ganzen Bedingungen, schwerer Boden, Trainer nicht verfügbar, dass sie alles gegeben haben, alles reingehauen haben. Und leider ein unglückliches Tor kassiert, 1-0 hinten. Und dass sie da nicht den Kopf hängen gelassen haben und immer wieder nach vorne gespielt haben und versucht, das Spiel zu drehen, haben sie gemacht. Kompliment. Und unterm Strich mit dem 1-1 sollten beide Mannschaften zufrieden sein. Und ich denke mal, für die Rückrunde haben wir einen guten Start hingelegt. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wir müssen das einfach in den ersten 20 Minuten entscheiden, das Spiel. 1-2-0 vorlegen und dann gewinnen wir auch das Spiel, dann muss Hellas kommen und dann können wir halt kontern mit unseren schnellen Außen und mit unseren schnellen Stürmer, aber haben wir nicht gemacht, aber wir haben gut gekämpft und dann kam auch Hellas, die haben ja auch eine gewisse Qualität, ja, und ja, alles gut. Alles gut mit dem Punktgewinn. Aufstieg ist ganz klar das Ziel, dass wir zumindest so lange wie möglich um den Aufstieg mitspielen. Wir haben starke Konkurrenz, aber mit dem Kader und mit dem erfahrenen Trainer Kenan Arayici denke ich, dass wir sehr lange mit oben dabei sein werden und hoffentlich zum Schluss auch den Aufstieg schaffen werden. Wir können ja aufsteigen, wenn die Erste. Ja, wenn die Erste und wie ich schon mal gesagt habe, die Erste hat gute Chancen. Sie werden nicht viele Spiele verlieren, weil sie einfach gut sind. Ja, und wenn wir, ja, wenn wir müssen einfach unser Spiel spielen. Wir wollen allen zeigen, dass wir es drauf haben, habe ich ja auch schon mal gesagt. Und das macht uns stark. Ganz einfach.